Mit dem Asylpaket 2 bekommen wir noch einmal schnellere Verfahren und vor allem beseitigen wir Abschiebehindernisse. Das heißt, die Rückführung von ausgewiesenen Flüchtlingen, von ausgewiesenen Asylbewerbern wird einfacher werden, kann konsequenter gemacht werden. Die Länder müssen dann allerdings das Recht, das wir schaffen, auch konsequent anwenden. Hier gibt es insbesondere für die rot-grün regierten Länder durchaus noch Luft nach oben. Wir haben hier auch ein Vollzugsproblem. Zum Zweiten bringt das Asylpaket 2 Einschränkungen beim Familiennachzug. Das machen wir nicht aus Hartherzigkeit, den Familiennachzug beschränken, sondern wir machen es deswegen, weil es schon so viele sind. Über 500.000 Syrer können bereits jetzt Familiennachzug beantragen. Wir brauchen hier eine Atempause. Ich bin übrigens sehr dankbar, dass Robert Neudeck dieser Tage, der Gründer von Kapanamur, darauf hingewiesen hat, dass wer den Flüchtlingszustrom nachhaltig eindämmen will, am Familiennachzug ansetzen muss. Und Robert Neudeck hat dankenswerterweise aus seiner großen Expertise und Erfahrung heraus auch den Hinweis gegeben, dass dies selbstverständlich auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gelten muss. Es ist inzwischen ein Geschäftsmodell für Schleuser- und Schlepperorganisationen, ganz gezielt Teenager und Kinder zu schleusen, um die Familie später nachzuziehen. Dieses Geschäftsmodell müssen wir zerstören. Deswegen bin ich froh, dass das Asylpaket 2 nun Gesetz wird, noch im Februar, mit diesen beiden wichtigen Regelungen: Beschleunigung der Verfahren, schnellere Abschiebungen und Einschränkungen beim Familiennachzug, um die Anzahl der Flüchtlinge nachhaltig und dauerhaft zu reduzieren.